Der Schützenverband Berlin und Brandenburg hat dieses Wochenende viel zu feiern. Beim Landeskönigsschießen wird das neue Königshaus des Verbandes ermittelt. Gesucht werden aber nicht nur König und Königin, sondern auch der Landesjugendkönig. Zudem feiert die Berliner Schützengesellschaft ihr 140. Jubiläum. Und jetzt nach Corona sowieso wieder zusammenkommen. Und man sieht ja, wie viele es sind, aus wie vielen verschiedenen Vereinen. Das ist einfach super. Doch bevor es soweit ist, sind auf der Anlage der Schützengilde Tegel Süd viel Konzentration und Präzision gefragt. Für die insgesamt 20 Schuss hat jeder Teilnehmende eine halbe Stunde Zeit. Dabei ist es egal, ob mit dem Luftgewehr oder mit der Luftpistole geschossen wird. Denn am Ende wird nur der allerbeste Treffer gewertet. Und genau das ist es, was den Wettbewerb so spannend macht. Ich schieße diesen Jahr selber schon seit 20 Jahren mit. Und es ist halt einerseits ein Glücksfaktor, den man hat, aber es ist halt, man setzt sich mit einem Schuss, mit dem einen besten Schuss gegen andere durch. Und es ist dann manchmal mehr wert, als einfach nur ein super Ergebnis zu haben. Also ich finde es eine super spannende Veranstaltung. Die Proklamation des neuen Königshauses, also die amtliche Verkündigung, findet im Anschluss auf der 140-Jahr-Feier der Berliner Schützengesellschaft statt. Dort werden der neue König Florian Säger von der Berliner Schützengesellschaft und die neue Königin Sandra Stiebitz von der Schützenbruderschaft Lenitz vorgestellt und geehrt. Der Landesjugendkönig Leonardo Scrafaro war leider abwesend. Also einfach die Kameradschaft, der Zusammenhalt und es ist halt ähnlich wie Schach, also hauptsächlich ein Konzentrationssport und es ist halt wirklich, Übung macht den Meister, also das kann halt nicht jeder. Die einen können es ein bisschen besser, die anderen nicht so gut. Aber jeder, der es noch nicht gemacht hat, schaut vorbei, probiert es aus, macht Spaß. Der Landesschützenkönig wird den Schützenverband Berlin-Brandenburg beim Bundeskönigsschießen im Oktober in München vertreten. Bis dahin ist allerdings noch ein bisschen Zeit und die wird genutzt, um den Abend so richtig schön ausklingen zu lassen. Beim Feiern.